Liebe Golffreunde, Christoph Pausig hier von Progressive Golf mit einem Tipp zum Setup. Und zwar, es geht heute um die Balanceverteilung im Setup. Zu viel auf der Zehenspitze, zu viel auf der Ferse und die Probleme, die dadurch entstehen, durch Konzentrationsbewegungen, dass man den Ball trifft. Und oft entsteht es dann das, dass wir den Ball nicht in der Mitte der Schlagfläche treffen, sondern irgendwo auf der Spitze oder innen. Oft liegt es daran, weil schlichtweg eben die Spieler das Gewicht, ich glaube, ich sitze es hier, das fliegt fast um, zu viel auf die Zehenspitzen haben und sie müssen dann im Schwung irgendwann mal irgendwas ausgleichen oder das Gewicht schlichtweg zu viel auf der Ferse ist. Wir wollen im Golf eine ziemlich zentrale Position haben, das heißt vorne und hinten ausgeglichen, das heißt wir wollen ziemlich genau in der Mitte des Fußes sein und um das zu erreichen, empfehle ich euch folgende Übung. Ihr stellt euch hin, gibt den Schläger leicht in die Luft, also nicht am Boden absetzen, sondern leicht in die Luft und beginnt zuerst das Gewicht nach vorne zu verlagern auf die Zehenspitzen, sodass die Fersen sich abheben vom Boden und dann genau das Gegenteil, dass die Zehenspitzen sich abheben und dann macht man das immer weniger vor und zurück, bis man die Mitte gefunden hat. Und wenn man sagt, das passt, legt man den Schläger am Boden, dann kann man auch diesen einen Test machen, den ich euch im anderen Video gezeigt habe, mit den Händen, ob die den richtigen Abstand haben und dann habt ihr eine gute Chance, dass das Setup passt. Herzlichen Dank und bis bald einmal.